ich habe eine ganze Reihe von Filmen gesehen und unbedingt erwähnen muss man einen Film im Wettbewerb um den Goldenen Bären, nämlich den Film, der übersetzt heißt Das Salz der Tränen, Le Sel des Larmes, ich hoffe, ich sage das richtig, französischer Titel von Philippe Garrel. Philippe Garrel ist ein fast schon Altmeister des französischen Kinos, des Autorenfilms. Er kommt aus der Tradition der Nouvelle Vague und hat doch nur am Rande was zu tun mit Godard und Truffaut. Er ist so richtig sein eigener Herr, im guten wie im schlechten Sinn. Er hat eine ganze Menge Filme gemacht, die, wie mir scheint, extrem immer durch die Erfahrung des Mai 68 und der 10 Jahre danach geprägt sind. Durch eine Gegenkultur, durch eine Welt, in der schon die Melancholie sich eigentlich in die utopischen Träume eingeschlichen hat. Und was er hier erzählt, ist eine erstmal ganz normale, ganz bescheidene Geschichte, die vor allem an ihren Rändern und in den sozusagen in den Details sehr besonders ist. Es ist auf den ersten Blick ein Oldschool französischer Liebesfilm. Wir haben einen jungen Mann, der erst mit einer Frau was anfängt, sie sitzen lässt, mit einer zweiten Frau was anfängt, sie sitzen lässt, mit Kind, mit einer dritten Frau was anfängt und die dreht dann den Spieß ein bisschen um, denn die holt dann noch einen zweiten Mann als Lover mit in die gemeinsame Wohnung. Trotzdem ist das alles aus der Perspektive eines jungen Mannes geschildert, der ziemlich viele Probleme auch mit sich selbst hat, der von einem bestimmten Narzissmus geprägt ist und der außerdem das hat, was man im amerikanischen Kino Daddy Issues nennt, also ein Vaterproblem. Sein Vater spielt auch eine Rolle und ganz in der allerletzten Szene stirbt der Vater. Was an dem Film aber das Besondere ist, das ist seine Machart. Erstmal ist Philippe Garrel jemand, der das Schwarz-Weiß-Kino liebt. Und der Film ist schwarz-weiß gefilmt, das ist schon ungewöhnlich von der Anmutung. Es ist außerdem ein Film, der das Schwarz-Weiß, der hat digital gedreht. Das heißt, das Schwarz-Weiß ist ein bisschen flacher, ein bisschen mehr Grau in Grau, als es wirken würde, wenn er auf 35mm Film gedreht hätte. Hier merkt man, dass Garrel, positiv formuliert, sich den neuen Techniken öffnet, negativ formuliert, auch gezwungen ist, sich auf moderne Techniken einzulassen, die eigentlich nicht ganz sein Ding sind. Trotzdem entwickelt Garrel eine extreme Widerstandskraft innerhalb dieser modernen Techniken. Das heißt, dass er zum Beispiel einen Musikeinsatz hat, der im ersten Moment cheesy wirkt, der aber beim genauen Hinsehen ganz genau ist, dass die Musik extrem das Pathos des Films, den Hyperrealismus und die Stimmungen der jeweiligen Figuren verstärkt. Es ist überhaupt dieser Film ein Film, der einerseits ganz naturalistisch daherkommt, fast wie ein Dokumentarfilm, der gleichzeitig durch das Schwarz-Weiß, durch den Musikeinsatz, durch bestimmte Dialoge eine, wenn man so will, besonders künstliche Ebene hat. Und in der Spannung zwischen diesem Naturalismus und der Künstlichkeit, in der lebt der Film von Philippe Garrel. Was das Besondere daran ist und warum ich glaube, dass er nicht so wahnsinnig oldschool ist und wo sich diese eigenartige Handschrift und eigensinnige Handschrift von Philippe Garrel zeigt, das ist zum Beispiel, dass die Figuren im Gegensatz zu den meisten französischen Filmen und etwa auch zu Romère oder zu einem Truffaut-Film keine bürgerlichen Figuren sind. Es sind Figuren, die aus dem Kleinbürgertum oder gar der Arbeiterschaft kommen. Die Hauptfigur, ein junger Mann namens Luc, ist Tischler und beginnt eine Tischlerlehre. Er hat schon so einen Kunstehrgeiz, also er will Kunsttischler werden, aber er beginnt halt eine Lehre. Er hat nicht studiert, er liest keine Bücher, er möchte nicht eigentlich Schriftsteller werden. Das, was er vor allem ist, ist ein homme de femme, einer, auf den die Frauen sofort irgendwie fliegen. Und er lernt seine erste Freundin Jamila bei einer Busfahrt auf einer Bushaltestelle kennen. Für mich eine der schönsten Szenen des Films, weil die Art, wie die sich angucken und nicht angucken und dazu Musik läuft, die Art, wie hier Flirt gezeigt wird, etwas unglaublich Ursprüngliches, Unschuldiges, Reines hat und etwas sehr, sehr Charmantes. Als ich diese Szene gesehen habe, habe ich mich sofort gefragt, gibt es einen einzigen Regisseur in Deutschland, der das so zeigen könnte wie Philippe Garrel? Und so geht es dann weiter. Und wir haben im Grunde lauter Figuren, die ein bisschen an den Rändern der Gesellschaft existieren oder die zu dem gehören, was man soziologisch vielleicht Unterschicht nennen könnte. Und es sind auch migrantische Figuren. Also Jamila, merkt man schon, aus einer orientalischen Familie. Wir haben eine andere Figur, die kommt möglicherweise auch aus einer orientalischen oder vielleicht auch einer lateinamerikanischen Familie. Sie heißt Betsy. Das wird gar nicht so genau gesagt, für was das steht, aber man sieht daran, wie sie aussieht, dass sie nicht eine, sagen wir mal, klassische Mehrheitsfranzösin ist.
Wir erleben zum Beispiel am Rand auch eine ganz kurze Attacke, als die alle in der Disco tanzen gehen. Und wir haben kurz davor eine bezaubernde Disco-Szene gesehen. Und Luc und seine Freundin Betsy gehen mit einem Arbeitskollegen, Studienkollegen, der Schwarzer ist und auch eine schwarze Freundin hat, gehen sie aus. Und dann kommen sie raus. Und dann gibt es zwei Leute, die offensichtlich Front National-Anhänger sind, die sie rassistisch beschimpfen. Und Luc wird als Verräter beschimpft, weil er der einzige Weiße in dieser Gruppe ist. Also, wir haben aktuelle gesellschaftliche Ereignisse in dieser ansonsten fast utopischen Geschichte. Und das ist das, was mir an dem Film Das Salz der Tränen so gut gefallen hat. Philipp Garrel hat hier einen utopischen Film gedreht. Einen Film, der bescheiden ist, der klein ist, nicht als Kino, es ist großes Kino, aber von seiner Geschichte her klein und der in diesem Kleinen, in der Nussschale eigentlich das Ganze erhält, nämlich das Universum der Liebe, das Universum der Geschlechterbeziehungen, sogar das Universum der Familienbeziehungen, denn wie gesagt, spielt der Vater, der ist wie der Sohn und der Sohn ist wie der Vater, auch eine ganz wichtige Rolle in diesem Film. Also unbedingt eine Empfehlung und hoffentlich ein Film, der irgendetwas gewinnt, zum Beispiel einen Regiepreis. Ein Berlinale Mitarbeiter, den wir hier besser nicht nennen wollen, der hat mir gesagt, ich finde die Berlinale byzantinisch und Byzanz ist ja ein chaotisches, religiöses und vor allem auch zusammenbrechendes Imperium. Wenn das die Berlinale ist, dann ist das natürlich sozusagen eine Einschränkung, aber mein Tag am Freitag war so, dass ich den ersten Film im Cinemax gesehen hatte, den zweiten Film dann im International gesehen hatte, also ganz woanders, man fährt durch die halbe Stadt, dann fährt man sogar durch die Dreiviertelstadt in den Westen, in die Urania, ein altes Berlinale-Kino, was immerhin jetzt von der neuen Leitung wiederbelebt wurde, aber es dauert schon mal 20, 30 Minuten Fahrt. Und dann muss man immer noch vorher da sein. Also es kostet viel Zeit, vor allem, weil ich danach ziemlich schnell wieder zurück musste zum Cinemax 4. Und dort habe ich die Premiere gesehen von Ökonomia von Carmen Losmann, eine deutsche Regisseurin. Die hat vor 8 Jahren einen Film gemacht, der ganz toll war, Work Hard, Play Hard hieß. Und von den Arbeitsbedingungen, vor allem der Innenausstattung der Arbeitsbedingungen erzählte, also von den Wochenenden, die man dann mit seiner ganzen Betriebsgemeinschaft in einem Wald verbringen muss, um als Team zusammenzuwachsen. Und sie hat damals so die Absurdität dieser Lebenswelten, die auch Arbeitswelten sind, zusammengefasst. Gewissermaßen eine Fortsetzung ist ihr Film Ökonomia. Das ist ein essayistischer Dokumentarfilm, der mit einer schlichten Frage beginnt, wo kommt eigentlich das Geld her? Diese Frage mag auf den ersten Moment naiv anmuten. Man denkt auch ein bisschen, ja, was ist denn das für eine Frage? Und wenn man darüber nachdenkt, nachzudenken anfängt, dann merkt man auf einmal, dass man diese Frage gar nicht richtig versteht. Was heißt denn das? Denn natürlich ist nicht die Druckermaschine für Geldscheine gemeint, sondern wo kommt das Geld her, volkswirtschaftlich gesehen? Und um das zu zeigen, hat Carmen Losmann viele Unternehmen und viele Finanzexperten befragt, genau gesagt befragen wollen, weil die meistens keine Lust hatten, mit ihr zu reden, weil sie schon ahnten, dass das eine kritische Dokumentation werden könnte, hat sie einige Tricks benutzt. Der eine Trick, den sie benutzt hat, ist, dass Carmen Losmann uns die Telefonate, die sie führt mit den Presseabteilungen und den Büros und den Assistenten von irgendwelchen Big Playern in der Finanzwelt, dass sie diese Telefonate nachstellt und nachsprechen lässt. Natürlich anonymisiert, aber mit Schauspielern. Und insofern wird uns da sehr sinnlich und sehr deutlich auch diese fast schon propagandistische neue, schöne neue Welt der Finanzen, bei denen man alles Mögliche nicht sagen will und nicht transparent sein will, obwohl das natürlich die Unternehmen sind, die immer sagen, wir sind total transparent, wir zeigen euch alles, wir sind offen und frei. Das Gegenteil ist de facto der Fall. Das Zweite, was Carmen Losmann macht in ihrem Film, ist, dass sie als eine Art, sie selber hat es mit einem griechischen Chor verglichen, als eine Art regelmäßigen Kommentar zu ihrem Film 6 Menschen auftreten lässt, die alle auch Finanzkenner sind, die tendenziell etwas kritischer sind. Wir erfahren gar nicht deren Namen, sondern wir sehen nur, wie sie miteinander reden. Und zwar mitten in einer Fußgängerzone auf einem Tisch, der da aufgestellt wurde, während sie eine einfache Form von Monopoly spielen. Und das soll zeigen, dass die Finanzwelt in mancher Hinsicht auch auf ganz einfachen Grundsätzen beruht, die uns aber nicht auf den ersten Blick klar sind. Und das bringt eine Art humorvolle, heitere, leichte Ebene in ihren Filmen und auch eine Form von Struktur.
Die dritte Ebene, die sie gebraucht, das ist ein Computerdisplay, auf dem wir in Animationen bestimmte wichtige Grundsätze und Bewegungen, zum Beispiel von Schulden zu Vermögen, Statistiken, Balken, die rot sind und die grün sind, indem wir die sehen und bestimmte Schlagworte nochmal verschriftlicht haben. Das hilft uns, weil der Film schon kompliziert ist, in dem Sinn, dass er viel zeigt, viel erzählt, dass wir uns viel merken müssen, viel verstehen müssen. Und all das für sich im Kopf, während man zuschaut, zu ordnen, da hilft diese Display-Ebene sehr. Ansonsten erleben wir Interviews, zum Beispiel mit dem Finanzchef von BMW, zum Beispiel mit dem Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank. Und diese Leute werden gezeigt, etwas anders, als man es sonst in Interviews sieht. Die werden nämlich auch gezeigt, wenn sie stottern, wenn sie nicht weiter wissen, wenn sie sagen, können Sie mal die Frage wiederholen oder, oh, das ist eine schwierige Frage, können wir zu der später kommen. Das heißt, Carmen Losmann ist mit ihrem Film Ökonomia, ein sehr hellsichtiger Dokumentarfilm über die Finanzwelt gelungen, der die Frage, wo kommt das Geld her oder was ist eigentlich Geld, vielleicht am Schluss nicht total beantwortet. Das kann er auch gar nicht tun. Der aber diese Frage entfaltet und uns hilft, uns Zuschauern, diese Frage wirklich zu verstehen. Und damit ist schon viel gewonnen. Es ist ein kluger Dokumentarfilm in der Tradition von Leuten wie Farocki, wie Bitomsky auch teilweise. Ein Film, der von Dingen handelt, von abstrakten Vorgängen handelt, der von Geschichte handelt und von unserer Wirklichkeit, der nicht Personen und Emotionen ins Zentrum stellt und deswegen eine wohltuende Abkühlung in dieser überhitzten Landschaft, die der Dokumentarfilm heute normalerweise darstellt. Insofern kann man sich darauf freuen, wenn der irgendwann von dem Verleih Neue Visionen ins Kino gebracht wird, Carmen Losmanns Ökonomia, der läuft im Berlinale Forum. Der nächste Film, den ich gesehen habe, das ist der Eröffnungsfilm der Generation, der Reihe für die Filme für Kinder und junge Erwachsene. Generation 14 Plus, das ist eigentlich ein Film, der könnte auch im Panorama, im Forum oder sogar im Wettbewerb laufen. Ziemlich guter Film. Er heißt Cocon und ist von Leonie Krippendorf. Leonie Krippendorf hatte vor ein paar Jahren einen sehr guten Film gemacht, der heißt Looping. In Looping war die Hauptdarstellerin, er erzählte von drei Frauen, aber es gab schon so eine Hauptfigur und das war Jella Hase. Und Jella Hase spielt auch eine der zwei Hauptfiguren in diesem neuen Film. Ziemlich wunderbarer Auftritt von dieser sowieso sehr begabten und, wie ich finde, immer ein bisschen unterschätzten Schauspielerin. Cocon beginnt fast wie die fiktionale Version von Prinzessinnenbad, von diesem Film, der vor 15 Jahren war es, glaube ich, schon hier in Berlin für Aufsehen sorgte, sehr positives Aufsehen und ein bisschen das Lebensgefühl einer Stadt auf den Punkt gebracht hat. Jetzt geht es wieder um junge Mädchen, die ums Cottbusser Tor, am Cotti, sagt man hier in Berlin, leben. Zwei Schwestern stehen im Zentrum. Die jüngere Schwester, sie heißt Nora, wird gespielt von Lena Osendowski. Und die entdeckt sich selbst, die wird erwachsen. Die ist gewissermaßen dieser Kokon, aus dem dann irgendwann ein Schmetterling entschlüpfen wird. Und man erlebt sie, wie sie in der Klasse, weil sich ein Armbrich nicht auf Klassenfahrt kann, in der Klasse ihrer älteren Schwester sein muss und wie sie sich da in ein anderes Mädchen verliebt. Das ist eben Jella Hase. Und insofern geht es um erste Liebe. Es geht um Liebe zwischen Frauen oder Mädchen. Es geht ums Erwachsenwerden, weil zum Beispiel diese Hauptfigur Nora von Lena Osendowski gespielt bekommt zum ersten Mal ihre Tage. Das heißt, es geht auch ein bisschen ans Eingemachte, an die eigenen Körpererfahrungen. Es ist insofern ein Film, der sehr gut für Jugendliche ist. Was mir aber in dem Film vor allem gefallen hat, das war wieder mal die Machart. Die Machart ist so, dass Leonie Krippendorf einmal die Elemente YouTube und Instagram hineinnimmt, dass sie Elemente also mischt, visuelle Elemente, und dass der Film insgesamt sehr schnell gefilmt ist und auf eine gewisse Art das Lebensgefühl junger Menschen auf den Punkt bringt. Also eine unbedingte Empfehlung, Generation Eröffnungsfilm Cocon von Leonie Krippendorf. Wir sind hier im Café Josti, das ist das Café Austria, die Filmlounge der österreichischen Filmförderung. Wir zeigen euch einfach mal einen Blick, wie es hier aussieht. Und ihr seht schon, hier ist ein Café, da gibt es alle möglichen österreichischen Speisen und da treffen sich nicht nur Österreicher, sondern Menschen eigentlich aus aller Welt, die irgendetwas mit den Österreichern zu tun haben oder die ein freundliches Verhältnis zu ihnen haben, wie wir als Münchner Filmmagazin. Es gibt hier zum Beispiel eine Melange, das sieht man hier.
zu trinken, wenn auch in italienischen Kaffeetassen. Es gibt hier mit Krenn, mit österreichischem Senf, ein klassisches Wiener Würstel. Und hier kann man viel besser arbeiten. Zu unseren Arbeitsbedingungen. Selbstverständlich arbeiten wir hier mit einem Tablet. Es geht nicht um Schleichwerbung, sondern einfach nur darum, mal zu zeigen, wie das hier abläuft. Und was wir dann natürlich auch haben, was unbedingt alle wissen wollten, das weiß ich aus Mails, das sind unsere Arbeitsbedingungen bei der Berlinale. Was ist eigentlich in der Berlinale Tasche, in meiner privaten Berlinale Tasche drin? Der Schal, das ist klar bei diesem kalten Wetter. Dann, wenn man nicht Wiener Würstel essen kann, zur Not Billigsalami für zwischendurch. Ganz viele Zettel und Bücher. Zettel zum Notizen machen. Der Zettel mit den Pressevorführungen. Ein Heftchen, wo man etwas eintragen kann. Hier eine Anleitung zum subversiven Denken. Die wollte ich unbedingt Carlo Schatrian in die Hand drücken. Der ja, wir haben darüber berichtet, bei einem öffentlichen Gespräch gemeint hat, dass Subversion ein Begriff der Vergangenheit ist und mit der Vergangenheit zu tun hat. Ich glaube, Subversion ist ein sehr gegenwärtiger Begriff. Und das Kino ist subversiv, wenn es gut ist. Die Berlinale muss unbedingt wieder subversiver werden. Das haben wir oft gesagt und oft beschrieben bei Artischock. Wir werden es auch in Zukunft tun, also bleibt uns treu. Bis bald.